So, willkommen zum nächsten Creative SLP. Es gab jetzt ein kleines Update, deswegen habe ich auch wieder erstmal Sound, ne, gut, whatever. Wie Hintergrundgeräusche auf alle Fälle und ja. Okay, es ist, hieß zwar hier, wir sollten eigentlich eine neue Welt erstellen, weil es irgendwie neue Biome gibt und was weiß ich alles, beziehungsweise die raten es dringend an. Ob es das Ganze Sinn macht, ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel nicht mehr aktiv gespielt, beziehungsweise generell nicht mehr, jetzt privat. Oh Gott, diese Maus-Ding wieder. Ich muss erstmal die Sensitivität runterstellen. Geht ein bisschen sehr lang. Na gut, egal. Und deswegen kann ich nicht sagen, ist es wirklich sinnvoll oder sollten wir es vielleicht wirklich machen oder auch nicht oder keine Ahnung. Also wenn ihr das Spiel spielt und ihr sagt, boah nee, also auf alle Fälle neue Welt machen und so, dann schreibt mir es bitte in die Kommentare. Weil wie gesagt, ich kann mir jetzt aktuell nichts darunter vorstellen, was verändert wurde. Ich weiß nur das, was verändert wurde, aber ich kam nicht dazu, das Ganze zu lesen. So, da mache ich alles. Weiß kann man das bringen, wir lassen das einfach jetzt mal hier liegen. Genau, kann man so ein bisschen den Bienenwachs snacken. Das denke ich mal, sollten wir, werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Genau, bauen wir uns immer ein bisschen hoch. Ja, ansonsten, ich denke mal, die letzte Folge von Creativeverse kam mir gar nicht mal so schlecht an. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Thema das es da ging. Ne, ich weiß echt nicht mehr. Ich glaube, wir wollten, oder ich habe da mal erwähnt, dass wir eigentlich irgendein anderes Thema ansprechen wollten. Ein bisschen für, naja, gut, wie soll man sagen, halt eher wieder so ein bisschen ein Thema zum Nachdenken, sag jetzt mal, um das mal nett auszudrücken. Aber ich glaube, das, ich weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe jetzt eigentlich, oder ob ich es mir anders überlegt habe und mir so sagte, nee, lass mal gut sein, oder weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob von euch jemand zufällig so aufmerksam war und da aufgepasst hat, aber ich glaube, soweit ich weiß, habe ich das nie gemacht. Na gut, ich glaube, es war gar nicht mal so wichtig, oder ich bin mir auch gar nicht mehr ganz sicher, was ich da genau sagen wollte. Ich habe mir jetzt zwar, ich habe das Thema als letztens, also für euch heute beziehungsweise spätestens morgen, mal in einem Fly-Video angeschnitten, im letzten Fly-Video, was ist das hier? Letzten Fly-Video, oh Gott. Neues Map. Holy moly. Das Ding haben wir bestimmt gleich one-hit oder so. Okay. Das hier will. Ja, auf alle Fälle, was haben wir jetzt ausgetroppt hier? Okay, oh Gott, diese Maus ist, oh Mensch. Okay, ich stelle ein bisschen hoch hier. Muss ich mir erstmal wieder ein bisschen angewöhnen oder mal wieder, dran gewöhnen und mal, oh Gott. Ja, jetzt, komm, lass gut sein. Muss ja gleich so ausrasten, ja? Ist in Ordnung. Ja, geil. Nice. Wo war ich denn jetzt? So, das bringt auf alle Fälle schon mal weniger als zuvor. Das merkt man schon mal. Ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren. Ein bisschen stark den Faden verloren. Naja. Wie gesagt, wenn es mir nochmal einfällt oder wenn ich hier nochmal dran denke oder was auch immer, dann schneide ich das Thema nochmal an. Ansonsten, ich habe mir eigentlich zweimal so vorgestellt, vielleicht könnte ich auch mal so GTA Let's Playen. Allerdings ist das ein No-Go. Also ich meine, ich bin froh, dass ich GTA so mit mittelhohen, naja, ich habe jetzt bis auf die Texturen alles auf Ultra. Texturen habe ich da dann auf Normal wegen fehlenden Grafikspeicher. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn ich so spielen kann oder generell spielen kann mit halbwegs guten Einstellungen. Und mit Aufnahme ist dann leider nicht mehr drin. Also das ist leider nicht mehr möglich. Deswegen, ja, gibt es keine andere Möglichkeit, aber aktuell ist es mir nicht möglich, dass ich jetzt GTA alles spielen kann. Ist zwar schade, aber geht leider nicht. Sorry.
Genau, was ich mir auch mal so dachte, ich denke mal, euch, oder ihr denkt ja bestimmt auch mal so an verschiedene Sachen oder an verschiedene Themen oder was auch immer. Vielleicht interessiert einfach euch mal irgendwas, wo ihr so sagt, boah, da könnte ich jetzt irgendwie mal zweite Meinung brauchen, oder würde mich auf alle Fälle mal so interessieren, was hier Love Labs dazu sagt oder dazu meint. Wie gesagt, also ihr könnt das Ganze gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, ihr hättet irgendwelche Themen oder irgendwelche Sachen, die euch interessieren, die ich unbedingt mal ansprechen sollte oder wo wir einfach mal drüber diskutieren können oder auch mal in den Kommentaren ein bisschen drüber diskutieren können, schreibt es in die Kommentare. Also bin ich auf alle Fälle ganz Ohr und ich würde mich auf jeden Fall über sowas ziemlich freuen. Also über jede Art von wo ihr euch irgendwie mit einbringt, freue ich mich einfach auch. Und ich meine, es macht es zum einen für euch interessanter, weil ihr vielleicht, nein, ich weiß nicht, ob man sagen kann, was ihr mitnehmen könnt, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr habt dann vielleicht auch noch so ein bisschen einen praktischen Nutzen davon. Und ja, ich denke mal, das ist vielleicht auch mal gar nicht mal so schlecht. Oha, klar, ist Junkfall. So, jetzt müssen wir kurz mal TP'n hier. Ich hoffe, wir kommen jetzt dahin, wo wir hinwollen. Ich bezweifle es gerade so ein kleines bisschen, aber... Oh, nice. Genau, das war also schon mal so das Erste, was ich mal generell noch wichtig finde oder wichtig fand. Wie gesagt, also sprecht mich drauf an oder schreibt, wie gesagt, zumindest in die Kommentare oder was auch immer. Auf alle Fälle finde ich das Ganze echt ziemlich wichtig. Oder generell immer ziemlich interessant auch. Ich habe mich auch mal gerade so ein bisschen mit Java beschäftigt, beziehungsweise eigentlich schon ein bisschen länger mit Java beschäftigt. Immer wieder aufgehört, dann wieder angefangen, was auch immer, war echt ein bisschen durchwachsen, sei jetzt mal das Ganze da immer wieder so mal situationsweise wieder mit beschäftigt und so, wenn man irgendwas gebraucht hat und so, aber eigentlich, ja, ich meine, Java ist ist keine unbedingt schlechte Programmiersprache, also Java an sich ist, ich meine, ist keine, ist das nichts, wo man sagen kann, ja, total kacke, also braucht kein Schwein. Keine Ahnung, ne, also ich finde es eigentlich schon relativ wichtig, dass man auch sich mal Java anschaut. Also, wenn man dann natürlich jetzt so in den Bereich interessiert ist. Und, klar, ich meine, man hat es in erster Linie wahrscheinlich eher so Minecraft als ersten Gedanken. Ah, Leute, man kann jetzt auch mit Linksklick öffnen, cool. Aber ich meine, es sind natürlich noch so viel mehr Sachen, die man mit anstellen kann und brauchen wir jetzt gar nicht alles aufzählen, also gibt's ja zig Sachen, was man damit machen kann. Die Kisten sind auch glaube ich ein bisschen größer geworden, ich glaube die hatten immer nur so 12 Inventar oder so, ich weiß es nicht. So, jetzt probieren wir erstmal hier noch eine Tür. So. Können wir das auch nochmal schnell craften. Können wir mal dann die anderen Sachen entfernen. Damit das so schnell geht. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr euch mehr wünschen würdet, dass ich mehr auf das Game eingehe oder halt dann doch so ein bisschen andere Themen. Ich meine, klar, das ist natürlich immer so, jeder hat halt immer so ein bisschen so seine eigenen eigenen Vorlieben, so jetzt mal. Aber klar, recht machen kann man es keinen, oder nicht allen zumindest. Wenn ich gar kein Recht machen kann, dann tue ich auf alle Fälle irgendwas, mache ich auf alle Fälle irgendwas falsch. Oh Gott, diese Maus-TP. Okay, warte mal. Gott. Warte, ein bisschen runterstellen hier. Okay, ein bisschen switchen hier. So, wir brauchen das auf alle Fälle zunächst mal, irgendwas zum, ein Schwert brauchen wir, genau. Haben wir schon Obsidian gefarmt? Haben wir Obsidian. Genau, zuerst brauchen wir jetzt mal einen Ofen. Ein Forged Stone Slab, okay. Nein.
Genau, dann machen wir mal 36 Sekunden. Müssen wir leider kurz einen Moment warten. Weiß auch nicht so, wie was ihr aktuell so zockt oder was eigentlich halt generell. Ich meine, meistens ist es halt so, es kommt irgendein Game raus und das Ganze wird dann erstmal so in der Gaming-Community, sag ich mal, einfach mal gesuchtet ohne Ende. Und also zumindest gibt es ja manchmal so Zeiten, aber im Moment, ich weiß nicht, ob, ich kann es extra gerade echt nicht sagen. Aber zurzeit sind alles ein bisschen verstreut, irgendwie so ein bisschen GTA oder viel GTA. Natürlich die Standard-Games, LOL, WoT, solche Sachen. Aber so Sachen, die jetzt einfach gerade mal aktuell sind im Moment oder für einen Moment, wie zum Beispiel das Battlefield, COD, irgendwie solche Sachen. Na, ich weiß gar nicht, was da gerade aktuell so eigentlich sonst noch gehypt wird. Also für mich ist das Ganze, oder für mich kommt das Ganze gerade ein bisschen zerstreut rüber. So, was brauchen wir jetzt eigentlich gerade? Achso, Obsidian. Ne, erstmal einen Ofen. Hier. Schau mal hier hin. So. Ne, keine Matt. Habe jetzt extra keinen Bock drauf. Achso, wir müssen aber brennen hier mal. Sollen wir das jetzt? Na, scheiß drauf. So, das sollte erstmal reichen. Genau, also wie gesagt, wenn ihr halt irgendein Game habt, wo ihr gerade sagt, boah, ja, das suchte ich gerade so ein bisschen, oder könnt ihr generell mal das Ganze in den Kommentar schreiben und irgendwelche Wünsche oder Vorschläge für Let's Plays, haut dann mal einfach mal alles in die Kommentare rein. Ich hätte auf alle Fälle auch mal Bock, was anderes auszuprobieren oder generell mal andere Games, und ich bin zurzeit einfach nur mal so ganz da drin. Genau, was hast du mit dem LP, und ja, dann bis zum nächsten Creative LP.